So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Teil meines Essen-Gezockt-Spezialvideos, in dem ich euch auch wieder in 60 Sekunden über so 11, 12 Spiele erzählen werde, die ich tatsächlich vor der Messe schon gespielt habe, wo ich euch sagen kann, wie die sind, wie ich die so finde. Und ich hoffe, der Ton ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe versucht, mit dem Mikro ein bisschen was zu fixen. Das funktioniert hier im Krankenhaus mit dem Ton leider nicht ganz so gut wie zu Hause. Auch gerade, weil es jetzt schon relativ spät ist. Nebenan schlafen Leute, das heißt, ich kann noch nicht so super laut reden. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, los geht es mit Die Siedler von Catan. Der Aufstieg der Inka ist im Prinzip auch wieder so ein eigenständiges Siedler, das in seinem ganz eigenen Universum spielt, dementsprechend auch ein bisschen andere Regeln hat, aber es sind wirklich im Kern die Siedlerregeln. Das ist jetzt keine Erweiterung für die bisherigen Siedlerspiele. Man weiß nicht, ob es dafür eine Erweiterung geben wird, so wie ich das bisher mitgekommen habe. Gibt es immer mal wieder eine Siedlervariante mit verschiedenen Settings und das ist dann so eigenständig für sich und da kommt auch nicht viel nach. Und hier ist es halt so der Aufstieg der Inka. Man baut halt bis zu einer bestimmten Anzahl an Gebäuden erreicht hat, dann gehen die Stämme unter, kommt da so ein Dickicht drüber und dann können andere Leute das überbauen. Solange das aber noch nicht überbaut ist, bekommt man selbst die Ressourcen noch für diese Städte und Dörfer, die man da auf dem Plan hat. Und ist halt ein Siedler, ne? Also bringt halt diesen neuen Kniff rein, fühlt sich so ein bisschen an, wie wir das von Small World kennen als Vielspieler. Und wer bisher Siedler mochte, wird das vielleicht auch ganz nett finden. Wer Siedler bisher überhaupt nicht toll fand, wird auch das jetzt nicht mögen. So, dann Crown of Imara von Pegasus, so das Kennerspiel von denen. Das geht vom Komplexitätsgrad her Richtung Village oder auch Istanbul. Hat einen ganz netten Kniff. Wir haben halt so drei Kartenslots vor uns, wo wir so Karten hinspielen können. Und der erste Slot sagt halt, beweg dich ein Feld, der andere zwei Felder, der andere drei Felder weit. Und wir haben einfach zwei getrennte Spielpläne, wo wir jetzt unsere Figuren haben. Der eine Plan ist mehr so zum Ressourcen bekommen, der andere um die Ressourcen dann umzumünzen und muss dann immer genau planen, wo gehe ich wann vor, wie lange sammle ich Ressourcen, wann tausche ich mit Siegpunkte. Das ist also wirklich rund, solide, gut, da ist man super schnell drin. Das Spiel bietet zwar schon relativ viele Möglichkeiten, aber immer noch auf absolutem Kennerniveau. Also da hat eben Pegasus oder hat der Autor Benjamin Schwer auch darauf geachtet, dass es nicht zu komplex wird, sondern einfach so ein nettes, rundes Spiel ist, das halt so ein gutes, solides Kennerniveau hat. Das könnte auf jeden Fall so ein Kandidat für Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres werden. Habe ich eben auch auf dem Pegasus Pressetag gespielt, kam da auch sehr gut an. Alle haben sich so ein bisschen gefragt, wie hoch ist der Langzeitspielreiz, aber das werden wir halt auch erst nach der Messe wissen. So, dann Detective und Modern Crime Board Game, da habe ich ja schon richtig viel drüber geredet. Das ist im Prinzip so ein modernes Krimispiel, wo wir halt so einen Fall haben. Es sind insgesamt 5 Fälle, die in so einer komplexen Story zusammenhängen, wo sich auch so die Charaktere und die Geschichte, die Ereignisse, die so passieren, immer weiter entwickeln, immer neue Zusammenhänge kommen. Wir haben so eine Datenbank, wo wir uns halt einloggen können, auf dem Rechner oder auf dem Handy oder auf dem Tablet, und da halt irgendwelche Täter uns angucken können, irgendwelche Personen, die wir identifiziert haben. Wir müssen richtig im Internet recherchieren, wir müssen mit Google Maps irgendwelche Orte finden, dann gucken, wie hängt das da alles zusammen. Ist super cool. Ich finde, eines der besten Krimispiele, die ich hier gespielt habe. Ich finde, der Einführungsfall ist tatsächlich ein bisschen zu viel Fluff, zu wenig Informationen, dauert zu lange und catcht die Leute nicht ganz so, wie es zum Beispiel der dritte Fall tut. Der ist eben auch dadurch tut zum Beispiel, dass er in seiner Struktur grundsätzlich abweicht von den vorherigen Fällen. War aber im Nachgang auf jeden Fall, nachdem ich alle 5 Fälle gespielt habe, würde ich sagen, eines der besten Krimispiele, die ich jemals gespielt habe. Ich glaube, wenn es jetzt auf Deutsch rauskommt und die Immersion auch noch ein bisschen höher ist, dann sind auch, glaube ich, die ersten Fälle durchaus ein bisschen zugänglicher. Also wenn ihr Krimispiele mögt, guckt euch das auf jeden Fall an. Dann Escape Tales The Awakening, das kommt jetzt auf Englisch raus, von Board & Dice, glaube ich. Kommt im Frühjahr bei Cosmos raus und das ist, ich persönlich würde sagen, das beste Escape Room Spiel, das ich jemals gespielt habe, von der Story her. Die Exit-Spiele gehen von den Rätseln her immer noch einen Schritt weiter, sind dann noch ein bisschen cooler. Aber auch hier ist es so, die Rätsel sind so von ich gucke drauf und weiß es, bis ich muss ein bisschen denken, ein bisschen was machen, dann komme ich drauf, bis hin zu, wir streamen das live im Internet, 30 Leute gucken zu, nach einer halben Stunde denke ich mal die Idee, mit der wir das dann so Schritt für Schritt lösen können. Also auch durchaus richtig knackig, die haben es teilweise richtig in sich, sind natürlich auch viel mehr Rätsel als in einem normalen Exit-Fall, weil das Ding dauert 4, 5, 6 Stunden, weil es eben auch eben von Haus aus so angelegt ist. Das steht drauf, Spieler 180 bis 360 Minuten und die Story ist eben halt super geil. Bei normalen Spielen sind wir halt so, irgendwie ihr seid im Wald, im Auto, kaputt, ihr kommt in so eine Hütte, Tür fällt zu, es geht los. Und dann hat die Story eigentlich nicht mehr viel mit dem Rest des Spiels zu tun. Und hier läuft halt alles über die Story. Wir spielen jetzt einen Familienvater, die Frau ist aber gestorben vor ein paar Jahren, unser Kind fällt jetzt immer wieder in Schlaf, ist jetzt einfach eingeschlafen und wacht gar nicht mehr auf. Und wir kriegen jetzt so ein Ritualbuch und müssen damit halt so in so eine andere Welt
gehen, aber es ist halt ganz gefährlich. Es kostet irgendwie, hat einen hohen Preis, um dieses Ritual durchführt, um die Tochter wieder zu erwecken und was man da eben erlebt, welche Entscheidung man trifft. Das ist halt wirklich, also gibt es in keinem anderen Escape-Spiel in der Form. Super cool. Wie gesagt, wenn ihr Englisch könnt, holt es euch auf Englisch. Ansonsten wartet bis zum Frühjahr, da kommt es eben auf Deutsch von Cosmo. So, bei Everdell habe ich ja auch schon ganz viel erzählt. Wenn für euch vor allen Dingen Optik auch ein Kriterium ist, wenn ihr sagt, mein Spiel muss cool aussehen, dann ist Everdell auf jeden Fall ein Pflichtkauf für euch. Es ist so ein Tableau-Bilder, sprich, ich baue mir so meine eigene Auslage, versuche da viele tolle Synergieeffekte zu haben. Ich habe eigene Karten auf der Hand. Es gibt so eine gemeinsame Auslage, die quasi für uns alle wie Handkarten zählt. Es gibt immer so Combo-Effekte, dass ich, wenn ich ein bestimmtes Gebäude habe, ich bestimmte Tierwesen, ich quasi umsonst spielen kann. Die bieten mir alle wieder unterschiedliche Effekte. Man muss das halt immer gut kombinieren, coole Kombos rausarbeiten und am Ende einfach so sich was aufgebaut haben, Ressourcen kriegen, Figuren auslegen haben, dass man die meisten Punkte hat. Also geht es ein bisschen Richtung 51st Date, Imperial Settlers und Tableau-Bilder. Ist super cool, macht richtig viel Spaß. Ich bin noch nicht so ganz dahinter, wie viel ich wirklich selbst beeinflussen kann und wie viel von meinen Karten abhängt. Muss man mal gucken, aber das Spielen an sich macht auf jeden Fall super viel Spaß. In Essen selbst wird es nicht viele Exemplare geben. Darum, wenn ihr es haben wollt, seid früh da und habt hoffentlich genauso viel Spaß, wie wir es bisher in unseren Spielerunden hatten. Dann Exit Codebreakers. Das ist quasi der Exit für Kids. Das sind nicht so große, komplexe Fälle, sondern das sind im Prinzip so einfach so Rätselkarten. Das ist ein Schlossweise, ein großes haptisches, wo man dann bestimmt einen Code eingeben muss und dann geht das Schloss auch auf. Also wenn die Kinder was gelöst haben, dann kriegen sie sofort, sehen sie halt, ah, ist Schloss aufgegangen, hier haben wir super geschafft, komm, noch ein. Und es gibt verschiedene Modi, die man spielen kann, irgendwie so Time Attack, dass man halt so eine bestimmte Zeit hat, eine bestimmte, entweder ein bestimmtes oder eine bestimmte Anzahl von Rätseln zu lösen. Wir haben dann nur so eine Demo-Version gespielt, die noch nicht mit den Originalregeln war, aber die Rätsel selbst waren teilweise halt super einfach, wirklich auch kindgeeignet. Bei manchen frage ich mich echt, wie Kinder das lösen sollen, weil da sind wir nicht drauf gekommen. Ich glaube, das lag einfach an uns. Also das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall für Kinder echt gut machbar. Und wenn eure Kids bisher mal bei Excel mitspielen wollten, das aber bisher nie konnten, weil einfach das zu doof war, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg und fordert die Kinder eben auch, sich so ein bisschen analytisch, logisch mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen. So, dann Farben, ein Geschichtenerzählspiel von Edition Spielwiese. Wir haben einfach 12 verschiedene Farbkarten auf der Hand. Jede Runde sucht sich einer, also der Startspieler halt eine Karte aus, wo halt irgendwas draufsteht, meinetwegen Angst oder Trauer oder Ich und Familie, sucht sich eine der beiden Seiten aus, legt in die Mitte, dann sucht sich hier von uns eine Farbe von seiner Hand aus, meinetwegen Gelb, also sind so Karten, die einfach die Farbe haben, legt die verdeckt vor sich ab. Dann decken wir die Reihe nach auf und erzählen eine Geschichte dazu, warum wir uns diese Farbe überlegt haben. Und danach schieben wir die alle da drunter, schieben das komplette Set beiseite und hören uns 9 andere Geschichten an. Und danach geht es wieder los, dass wir quasi uns den Begriff nehmen, meine Familie, fächern die ganzen Karten auf, die da drunter liegen, nur mit der Rückseite. Das heißt, wir wissen, okay, die Karte ist von Karl. Aber was hat Karl noch bei Familie gelegt? War es schwarz, war es gelb, war es braun, warum? Und da muss man versuchen, sich an die Geschichte zu erinnern, zu überlegen, was hat diese Person mit der Farbe assoziiert. Klingt erstmal nach einem ganz coolen Konzept. Problem ist natürlich, die Farben gehen natürlich auch schnell aus. Das heißt, gerade gegen Ende des Spiels hat man halt Farben auf der Hand, die vielleicht überhaupt nicht mehr zum Begriff passen. Man muss sich irgendwas konstruieren. Und es ist tatsächlich ein bisschen wenig für eine Geschichte. So bei Eselsbrücke habt ihr so gewisse Vorgaben, an die ihr euch halten könnt, wo ihr so eine Geschichte draus entwickeln könnt. Hier ist einfach nur eine Farbe. Und man versucht das immer irgendwie da einzubauen und sich irgendwas zu konstruieren, gerade wenn dann die Farben ausgehen. Und da kommt hinterher oftmals kein. Also ich hatte Runden, wo das durchaus funktioniert hat, aber auch schon Runden, wo es gar nicht dann mehr geklappt hat, wo man sich auch gedacht hat, okay, wir haben das jetzt irgendwie hinbekommen, noch gewusst, aber das war auch voll konstruiert und so wirklich cool war das jetzt nicht. Also Farben ist auf jeden Fall kein neues Eselsbrücke. So, dann Fatal, das ist auch von Friedemann Friese, ein neues Fast-Forward-Spiel und geht so vom Komplexitätsgrad her auf jeden Fall in Richtung von Furcht, was auch bei mir gerade in wenig Spielerrunden sehr gut angekommen ist. Ich persönlich würde sagen, Fatal ist auf jeden Fall interessanter, bietet ein bisschen mehr, ohne wirklich viel darüber hinaus zu gehen. Und wenn ihr so diese Spiele von Friedemann Friese an sich auch mochtet, so wie ich, und auch so gemerkt habe, hey, da war jemand, der hat eine neue Idee und hat einfach total Bock drauf, da was zu entwickeln, ausprobieren und dann zu gucken, klappt es oder klappt es nicht. Und bei Fatal, wie gesagt, ist bisher von allen Spielen, dass das mir durchaus mit am besten gefällt. Ich habe auch nur bisher eine Partie gespielt, ohne dass es jetzt wirklich viel Tiefgang hat. Das ist auch wirklich kurzweilig, die Runden sind schnell vorbei, aber ich habe schon das Gefühl, so ein bisschen was beeinflussen zu können und ich bin auch mal auf die anderen Neuheiten gespannt, gerade auf Feiner Sand, aber Fatal bietet schon mal eine ganz gute Ausgangsgrundlage. Aber wie gesagt, erwartet vom
vom Spielcharakter her einfach nicht wirklich viel mehr als befurcht. Dann Gugong, die Vierspieler-Neuheit von Andreas Steding, auch ein Euro-Spiel, das sich auf jeden Fall im Kennerbereich befindet, sage ich mal oberer Kennerbereich, unterer Expertenbereich. Es ist noch nicht so super komplex. Also bei den Eurogames ist es schon eher ein bisschen komplexer. So wie Brass und so sind doch eher Wirtschaftsspiele als Eurogames. Aber das sind halt diese Mechanik, dass so Karten auf dem Spielplan ausliegen, so Geschenke quasi, die wir diesen Leuten in der verbundenen Stadt machen müssen. Und immer wenn wir eine Aktion machen wollen, müssen wir eine höherwertige Karte ausgeben oder Arbeiter abgeben. Und dieses Arbeitermanagement ist halt das Kritische beim Spiel. Da muss man immer auf achten, dass ich genug Arbeiter habe, wenn ich sie brauche. Es gibt eben verschiedene Aspekte, auf die man achten kann. Es gibt so ein Viertel, wo ich mir bestimmte Dinge freischalten kann, für die ich Punkte bekomme. Man kann eine Mauer bauen, dafür bekommt man Punkte. Es gibt so eine Leiste, wo man zum Kaiser vorgehen muss. Und wenn ich es nicht geschafft habe, am Spielende beim Kaiser zu sein, dann kann ich gar nicht gewinnen. Also wirklich auf eine ganz angenehme Art und Weise verzahnt. Schön finde ich eben, dass es auch zu zweit ein cooles Spiel ist, weil ich habe das zwei, dreimal zu zweit gespielt. 45 bis 50 Minuten, je nachdem, wie lange die Mitspieler so überlegt haben, kann es immer eine Stunde dauern. Aber ich habe eben auch Partien gehabt, die waren wirklich nach 50 Minuten durch. Also kurz, knackig, trotzdem tiefgehend. Und wenn ihr das irgendwie gebackt habt oder so oder euch auf der Messe angucken wollt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut es euch an. So, dann Hexenhaus, das neue Spiel von Phil Walker-Harding. Auch so ein Legespiel, bei dem wir so ein Hexenhaus auf verschiedenen Ebenen bauen. Immer wenn wir Teile irgendwo drauflegen, kriegen wir die Ressourcen oder Aktionsmöglichkeiten, die da drunter liegen. Wir müssen halt so verschiedene Farbewesen fangen mit bestimmten Pfefferkuchen zu uns locken. Müssen eben auch dafür sorgen, einfach, dass dieses Haus gut gebaut bekommen, weil dann bekommen wir irgendwelche Sonderwertungskarten. Und das ist einfach ein nettes Spiel. Jeder spielt so vor sich hin, also echt ganz, ganz wenig Interaktion ist da drin. Und das hat auch irgendwie nicht so das Besondere, aber es ist ein Spiel, das passt schön zur Weihnachtszeit. Das kann man super gut als Familienspiel spielen, eben weil man so friedlich vor sich hin puzzelt. Und wenn ihr sowas aus dem Familienbereich sucht von Lookout, wenn ihr Phil Walker-Harding-Spiele an sich mögt, dann kann auch eben Hexenhaus was für euch sein. Aber nicht, wenn ihr jetzt denkt, das könnte vielleicht was Azur-mäßiges sein oder ein Fantasy-Thema. In die Richtung geht das auf gar keinen Fall. So, Human Punishment ist ein Social Deduction Spiel, das es auch meines Wissens nach auf der Spiel geben wird, ein Kickstarter, der auch schon jetzt ausgeliefert wurde. Und bei vielen von diesen Spielen geht es ja wirklich darum, hart zu überlegen, wer ist jetzt was und wie, warum und wer hat was gesagt, wer hat wann was gemacht. Das kann bedeuten, dass der und der irgendwie jetzt zu den Bösen gehört oder man muss es irgendwie ganz schnell lügen und sich irgendwas ausdenken und so. Das macht man alles bei Human Punishment nicht. Man hat so einen Charakter, also so eine Rolle quasi. Die Fraktion setzt sich aus drei Karten zusammen, die man vor sich liegen hat. Je nachdem, was da die Mehrheit ist, in der Fraktion bin ich dann. Das kann sich ändern, indem ich irgendwie Karten aufdecke, Karten austausche, neue Programme spiele. Und diese Programme sind das Herzstück des Spiels. Es gibt, ich weiß nicht, 40, 50, 60 verschiedene Programmkarten und die erlauben mir irgendwelche coolen Sonderaktionen. Irgendwie eine Waffe nehmen, damit auf den Mitspieler schießen, die Fraktion von irgendwem wechseln, bei anderen Leuten irgendwelche Sachen klauen. Dass auf einmal die Spielrichtung ändert, was doof ist, wenn der Spieler, der gleich meinen Kumpanen erschießen hätte können, jetzt gleich dran wäre und jetzt geht es dann nochmal andersrum. Sprich, andere Leute können das wieder verhindern. Und das ist einfach kurzweilig gut, hat durchaus immer mal wieder so ein paar Regelunklarheiten, wo man fragt, okay, das Programm mit dem, wie interagiert das jetzt? Aber es hat bisher immer Spaß gemacht. Wir haben noch nie nur eine Runde gespielt. Es waren meistens zwei oder drei Runden. Und wenn ihr auf solche Art von Social Deduction Spielen steht, dann werft auch da auf der Messe mal einen Blick drauf. So, und dann X-Code, das neue Spiel von Caspar Lapp. Der hat ja auch Magic Maze gemacht. Und das ist auch wieder so ein Echtzeitspiel, mit dem dürfen wir reden. Wir haben nur so Handkarten, die dürfen wir uns nicht zeigen. Und wir müssen eine bestimmte Kombination von Handkarten sammeln und die dann halt ablegen, um damit so eine Tastatur zu entsperren, mit der wir irgendwie Zugriff dann auf die Hacker haben, verhindern können, dass die irgendwie, keine Ahnung, das Internet abschalten, die Wasserversorgung abschalten, den Strom ausmachen, was auch immer. Und das ist auch so modular aufgebaut. Die einfache Version ist super einfach, ganz für Dullis und die kriegt man halt echt gut hin. Und es wird immer ein bisschen anspruchsvoller und auch interessanter. Ich persönlich finde den letzten Schwierigkeitsgrad too much. Also es gibt, glaube ich, grün, blau und rot. Der blaue Level reicht mir komplett, der bietet ein cooles Spiel, das, wenn euch halt Magic Maze gefallen hat, auf jeden Fall, denke ich, auch ansprechen könnte. Ist eben auch halt so Familienniveau, kooperativ. Wir haben das bisher eigentlich fast immer geschafft, wobei wir auch schon Partien hatten, die wir verloren haben. Man kann den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anpassen und das ist auf jeden Fall auch ein schickes Ding. Also da bin ich mal gespannt, wie das so wirklich so ankommt, wie gut sich das verkauft. Und das war es auch schon wieder für dieses Video. Also das sollte jetzt ein bisschen schneller gegangen sein als das letzte Video. Und ja, ich hoffe, der Ton war jetzt besser. Das werde ich mir gleich mal anhören. Und dann hoffe ich mal, dass ich vielleicht heute oder sonst morgen noch dazu komme, die nächsten zwei Teile zu machen. Ich danke fürs Zugucken, sage bis bald und tschüss.